Am nächsten Morgen habe ich mein Handy aufgemacht, entsperrt und diese Nachrichten gesehen und mein Herz ist mir in die Hosen gerutscht und ich habe einfach sofort angefangen zu heulen. So Leute, heute bin ich tatsächlich ein bisschen aufgeregt, denn ich mache heute ein Interview und auch ein Video, das etwas Besonderes auf jeden Fall für mich ist. Ich darf heute, nachdem ich einen Corona-Test gemacht habe, mit Stefanie Giesinger, die ihr bestimmt auch kennt, über Wohltätigkeitsarbeit und Shitstorms sprechen. Hauptsächlich werden wir über ein Erlebnis aus 2019 sprechen. Ich möchte noch nicht zu viel vorwegnehmen. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, wie Stefanie heute dazu steht. Etwas zurückgeben, für andere sorgen, auf Reise gehen und gleichzeitig die Welt retten? Klingt ja super, nehme ich. Was aber hat das alles mit Stefanie Giesinger zu tun? Auch wenn Sie viele von Germany's Next Topmodel kennen, hat Steffi mit einem ihrer eigenen Projekte für ganz besonderes Aufsehen gesorgt. In Malawi inszenierte sie sich als Retterin der Armen auf ihrem Instagram-Kanal und erntete dafür reichlich Kritik. Die Anschuldigung, sie würde sich als White Savior, also weiße Retterin, inszenieren und dabei schwarze Kinder schamlos als ihre Instagram-Kulisse ausnutzen. Viele, die zum Beispiel für einen Freiwilligendienst ins Ausland reisen, sind sich über die kurz- und langfristigen Folgen ihres Handelns nicht ganz bewusst. Viele Hilfsprojekte unterstützen nur oberflächlich und sind eher darauf ausgelegt, den Teilnehmenden ein gutes Gewissen mitzugeben, als langfristig in anderen Ländern zu helfen. Dabei wird die Abhängigkeit des globalen Südens aufrechterhalten und rassistische Stereotype werden bedient. Was Gutes tun und wohltätige Arbeit leisten? Oh yes! Koloniale Strukturen aufrechterhalten, fremde Kinder auf Instagram posten und sich als Retterin inszenieren, nur fürs eigene Ego? Hell no! Steffi, was hat der Shitstorm mit dir gemacht und wie denkst du heute über deine Reise? Steffi, ich freue mich mega, dass du da bist. Voll schön. Wir werden heute über deine Malawi-Reise sprechen. Ich habe eine These für dich und du darfst dich positionieren, ob du so sagst, boah, nee, gar nicht oder ja, voll. Puh, klingt schon ein bisschen krass, aber ich bin sehr gespannt, was du sagen wirst. Wohltätigkeitsarbeit machen Promis nur fürs gute Gewissen. Nummer 1 wäre, nein, ganz und gar nicht. 5 teils und 10, ja, volle Kanne, nur fürs gute Gewissen. Was würdest du sagen? Über mich würde ich auf jeden Fall eine 1 sagen, weil ich gerne etwas wirklich mache für die Gesellschaft und ich das tatsächlich als meine Pflicht sehe. Man sieht das ja auch oft so auf Social Media, gerade so Infos, die so von Petitionen geteilt werden. Wie wählst du bei sowas aus, was du unterstützt und was nicht? Also generell höre ich mir fast alles an, was ich so geschickt bekomme und ich bekomme wirklich täglich Anfragen, ob ich vielleicht da helfen kann, das teilen kann. Aber ich weiß auch im Endeffekt, wenn ich jeden Tag ganz viel mache und unterstütze und teile, dann verliert auch manchmal ein Thema oder ein Projekt die Wichtigkeit und die Schwere. Ich habe mir diese Verantwortung einfach angenommen. Schon bei Germany's Next Topmodel, ich habe 2014 Germany's Next Topmodel gewonnen und schon da habe ich über meine Krankheit gesprochen und über meine Narbe. Und als ich dann aus der Show rausgekommen bin und gemerkt habe, dass ich damit auch einigen helfen konnte, mit Krankheiten, mit Narben besser zurechtzukommen, habe ich einfach gemerkt, dass ich mit meiner Stimme viele Menschen erreichen kann und auch wirklich was verändern kann. Kommst du auch in Situationen, wo es dich einfach nur unter Druck setzt, diese Verantwortung? Definitiv. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass kein Tag vergeht, wo ich irgendwie keinen Stress habe oder mir nicht selbst Druck mache. Ich weiß einfach, dass alles, was ich mache, einige Menschen sehen und darin vielleicht auch irgendeine Vorbildfunktion sehen. Und dementsprechend ist natürlich der Druck groß, dass ich das Richtige mache. Aber auch, weil ich Menschen nicht verletzen will. Und ich auch weiß, dass jedes Wort eigentlich eine gewisse Macht hat. Und deswegen muss man total aufpassen, wie man sich ausdrückt und natürlich auch, was man macht. Kommen wir zur zweiten Frage und zur zweiten Skala auch. Hast du dich in der Zusammenarbeit mit Lyca und der Welthungerhilfe irgendwie schon mal mit Rassismus oder eben mit White Saviorism auseinandergesetzt? Nummer 1 wäre wirklich gar nicht. Und Nummer 10, das war für mich ganz selbstverständlich. Wo auf der Skala würdest du dich sehen? Ich schäme mich für die Antwort, aber es ist auf jeden Fall eine 1. Ich war davor im Happy Land und war colorblind. Rassismus war für mich etwas, was nur schlechte Menschen, Nazis, AfD-Wähler reproduzieren. Und Menschen müssen bewusst rassistisch sein, um rassistisch zu handeln. Das war jedenfalls in meinem Kopf. Kannst du selber mal in eigenen Worten erklären, was Colorblind bedeutet? Colorblind ist, wenn man sozusagen keine
verschiedenen Hautfarben sieht oder wenn man sich nicht in diesem politischen Konstrukt sieht als ich bin eine weiße Frau und ich habe Privilegien, dass man halt nicht diesen institutionellen Rassismus tatsächlich sieht, diesen systematischen in unserer Gesellschaft. Denn ich kenne das in meinem Leben selber. Ich bin auch, wurde in der Schule nicht aufgeklärt über Rassismus von meinen Eltern. Ich bin nicht damit in Berührung gekommen und erinnere mich auch an eine Zeit, wo ich das nicht gesehen habe, darüber nichts wusste. Und das passt eigentlich sehr gut zusammen mit dem, was du eben erzählt hast, dass dahinter keine böse Absicht steht, dass das aber eine Bildungslücke ist, die dann später zu was Verletzendem werden kann oder schon in dem Moment verletzend ist, wo man nicht aufgeklärt ist oder so einfach. Ne? Kannst du noch mal in eigenen Worten formulieren, was du aber mit dem Projekt oder ihr erreichen wolltet? Ziel war einfach nur dahin zu kommen, meinen FollowerInnen zu zeigen, wie es dort aussieht und dass wir wirklich Spenden brauchen. Und das war die ganze Zeit in meinem Kopf. Dementsprechend habe ich mich nicht anders vorbereitet und ich habe einfach so aus meiner Perspektive erzählt, so wie es gewöhnt war und bin erst aufgewacht und habe gemerkt, dass es extrem falsch war, als ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und was dann genau passiert ist, darüber möchte ich auf jeden Fall gleich nochmal näher mit dir sprechen. Ihr könnt mir gerne aber auch mal in die Kommentare schreiben, inwiefern ihr euch in eurem Leben schon mal mit Rassismus beschäftigt habt, ob das in der Schule oder auch sonst in eurem Privatleben ein Thema ist, das euch beschäftigt, wo ihr euch schon mal weitergebildet habt. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Kommen wir jetzt also näher zur Projektreise und auch zur nächsten Frage und zur nächsten Skala. Du hast, als ihr dann in Malawi angekommen seid, sehr viel gepostet. Wie du eben schon gesagt hast, um zu zeigen, wo das Geld ankommt. Wie echt waren diese Posts? 1 wäre alles voll inszeniert und 10 wäre alles total real. Es war total real, also eine 10. Wir hatten eine Person von Lyca dabei, die hat nebenbei Fotos gemacht. Und ich habe selbst so ein bisschen was aus meiner Perspektive mitgenommen, aber auch während wir in der Schule rumgeführt wurden vom Direktor. Es war nichts gestellt, es war nichts irgendwie auch im Voraus geplant. Und das war, glaube ich, das größte Problem, dass ich mir davor gar nicht so richtig Gedanken gemacht habe, wie die Bildsprache wirkt und was ich damit wirklich bewirke mit den Postings, sondern habe wirklich so intuitiv aus dem Moment gepostet. Mit der Bildsprache, die du gerade angesprochen hast, meinst du ja vermutlich, dass du nicht nur so Häuser, Umstände, Infrastruktur gezeigt hast, sondern auch Menschen, Kinder, die zur Schule gehen, abgebildet hast. Wie denkst du heute darüber, über die Art und Weise, wie du diese Eindrücke eingefangen hast? Ich schäme mich dafür und es war extrem problematisch. Du würdest ja auch nicht in eine deutsche Schule gehen und einfach mal da alle Kinder abfilmen und auch ohne die Eltern zu fragen. Also da würde jeder denken, ist das ein weird? Wieso postet sie das? Dementsprechend war das extrem falsch und problematisch von mir, dass ich das so gemacht habe und vor allem auch immer so aus meiner Sicht erzählt habe. Würdest du sagen, du erinnerst dich an einen Moment im Leben, wo dir zum Beispiel diese Bildgewalt, diese Bilder von weißen Menschen helfen im globalen Süden, mit denen du aufgewachsen bist? Erinnerst du dich da an so bestimmte Momente? Ich hatte auf jeden Fall auch schon oft Bilder gesehen, in denen eine weiße Person in der Mitte von vielen schwarzen Kindern stand und helfen wollte. Und dementsprechend war das so in meinem Kopf als, okay, das ist normal und das ist eigentlich auch gut. Ich bin damit aufgewachsen mit so Hochglanzwerbungen, die so im TV laufen oder so. Oder riesige Plakate, an denen ich jeden Morgen vorbeifahre an die Schule. Und dadurch wird dieses Bild im Kopf normal, dass es normal ist, dass dann die weiße Frau, eine weiße, schöne Frau, mitten im Bild steht oder so vorne oder die Hand reicht oder so zum Beispiel. Und dadurch, dass so Bilder normal sind, kann es sein, dass du das dann gar nicht hinterfragt hast, was das bedeutet, wenn die dann wieder vorkommen? Ich habe das gar nicht hinterfragt. Ich habe das als komplett normal empfunden, eben weil das immer normal gezeigt wurde. Okay, kommen wir zur nächsten Skala. Und ich würde dich bitten, uns jetzt ein bisschen in deine Gefühlswelt abzuholen, als dann die ersten Nachrichten kamen und dann das Ganze auch wirklich zu einem sogenannten Shitstorm wurde. Also, wie ging es dir, als du dein Handy entsperrt hast nach den ersten Stories und gesehen hast, hier geht es jetzt so richtig ab? 1 bis 5 wäre so, ich war ziemlich entspannt, und 10 wäre so super Schock, was ist da los? 10, 100 Millionen %ig 10. Am nächsten Morgen habe ich mein Handy entsperrt und diese Nachrichten gesehen und ich habe einfach sofort angefangen zu heulen, White Fragility, hi. Mein Herz ist mir in die Hosen gerutscht und ich habe auch wirklich im ersten Moment gar nicht verstanden, was das Problem ist und was ich falsch gemacht habe. Ich glaube, das waren 10.000 Kommentare und die waren halt extrem negativ und
Inzwischen verstehe ich auch, wieso viele Nachrichten super emotional und auch nicht nett waren. Mhm. Denn erst als ich mich mit Rassismus richtig auseinandergesetzt habe und so viel darüber gelernt habe, habe ich gemerkt, okay, ich habe auch eine ganz andere Toleranz inzwischen für Menschen, die immer noch rassistische Dinge reproduzieren. Mhm. Und deswegen bin ich keinem böse und ich stelle das auch jedem frei, ob man mir jetzt verzeiht oder nicht. Ich finde, das kann jeder für sich selbst entscheiden, eben weil ich weiß, dass es problematisch war und dass es eigentlich meine Verantwortung war von Anfang an, mich ganz anders dort zu verhalten. Mhm. Ich finde, gerade durch so ein rassistisch sozialisiert werden, das dann reproduzieren, es wäre so leicht und so fatal, das Kapitel dann einfach abzuschließen, zu sagen, oh, wir reden nie wieder darüber, weil es peinlich ist, oder wir reden nie wieder darüber, weil es unangenehm ist, das zuzugeben, so, sondern der Prozess muss weiterlaufen. Und es ist so viel toller und wichtiger, auch für andere Menschen, die gerade zuschauen, dass man so sehen kann, man darf sich Fehler eingestehen, man darf daraus was Neues entstehen lassen und der Prozess vom Lernen, der hört niemals auf. Lass uns ein bisschen so über krasse Shitstorms sprechen, gerade Menschen in der Öffentlichkeit und du mit Sicherheit auch, bist das gewohnt. Shitstorm, ne, bedeutet einfach eine Flut an negativen Kommentaren, die eben aber auch eine begründete Kritik beinhalten können. Was hältst du von so öffentlicher Kritik auf Social Media? Eins wäre, finde ich kacke, eher nicht so gut. 10 wäre, finde ich, mega wichtig und richtig. Ist eine 10 für mich. Ich finde es so wichtig, dass auch Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, zur Rechenschaft gezogen werden für die Fehler, die sie machen. Und ich finde auch den kritischen Austausch enorm wichtig. Wir würden uns ja wirklich nicht als Gesellschaft weiter bewegen und weiterentwickelt und verbessern, wenn wir nicht kritisch miteinander kommunizieren würden. Wie hast du es geschafft, aus diesen Erfahrungen in dem Moment mit diesen Nachrichten zu lernen, besonders wenn sie vielleicht auch nicht nett formuliert sind? Zuerst war ich verletzt, was, wie ich schon gesagt habe, problematisch ist. Aber als ich mich dann wirklich im Detail mit Rassismus, mit der Geschichte von Rassismus und auch mit der deutschen Geschichte auseinandergesetzt habe, habe ich halt wirklich auch die böse Kritik total nachempfinden können. Ich fände es trotzdem interessant zu wissen, ob du findest, dass Call-out-Culture Grenzen haben sollte. Hundertprozentig. Ich finde, jede Person darf immer noch eine Meinung haben, solange diese Meinung nicht andere Menschen ausschließt oder verletzt. Inzwischen ist halt alles super sensibel und ich glaube, wir brauchen das als Gesellschaft. Nichtsdestotrotz glaube ich wirklich, dass auch manchmal Menschen vielleicht auch zu hart zur Rechenschaft gezogen werden. Ich finde, man sollte Menschen auf jeden Fall den Raum geben, sich zu verbessern und auch sich zu entschuldigen. Aber es ist natürlich auch abhängig davon, was sie gemacht haben. Es gibt natürlich auch einige Taten, da denke ich mir auch, okay, egal was die Person jetzt sagt, ich kann der Person nicht verzeihen. Vielen, vielen Dank, Steffi, dass du bei uns warst, um darüber zu reflektieren und uns so mitgenommen hast in die Reise, die du schon gemacht hast und die jetzt nur noch weitergeht. Dankeschön. Danke, dass ich auch diesen Raum bekommen habe und ich war extrem aufgeregt, weil es eben ein sensibles Thema ist und weil ich keinen verletzen möchte. Danke, dass du mich da so durchbegleitet hast. Voll gerne. Klickt doch gerne auch noch auf dieses Video, wenn ihr euch noch mehr mit dem Thema Rassismus beschäftigen wollt, denn True Doku hat dort Nadia begleitet. Schaut da gerne auch mal vorbei. Vielen, vielen Dank, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid und bis zum nächsten Mal. Tschüss.